Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Jurassic World Evolution Mod-Vorstellungsvideo. Und ihr seht es schon im Hintergrund, worum es heute geht. Nämlich geht es um Velociraptoren. Blue und Co. laufen wir schon im Gehege rum. Und es hat nämlich jemand eine Mod in das Spiel gebracht, wo man Babyraptoren ausbrüten kann. Das heißt, Blue kann jetzt endlich seine eigenen Babys haben. Und das Ganze habe ich im Reddit-Forum gefunden. Ist jetzt noch nicht irgendwie offiziell hochgeladen oder sowas, aber ich werde das für euch so gut wie es geht unten in der Videobeschreibung dann verlinken, damit ihr das Ganze auch mal ausprobieren könnt. Und die Babyraptoren, die wurden natürlich für den Compsognathus in das Spiel reingebracht. Bietet sich auch an, der ist schön klein von der Körperhaltung her und sowas, kommt er dem Raptor ja schon relativ nah. Und er kommt mit 6 verschiedenen Skins, also das ist richtig krass, die werden wir gleich uns alle mal anschauen. Aber ich würde sagen, wir lassen jetzt mal den ersten frei. Noch ist es ein Kompi. Jetzt hat er sich verwandelt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist total komisch. Habt ihr es gerade gesehen? Er kommt als Kompi raus. Und wenn er dann so halb draußen ist, verwandelt er sich in einen Raptor. Und damit haben wir unseren ersten Baby-Dino in Jurassic World Evolution. Oh, ist der nicht süß? Wir gehen mal eben kurz in die andere Ansicht. Dann können wir uns den mal ein wenig näher anschauen. Die Kompis sind ja sehr klein. Und deswegen ist in dieser Ansicht immer ein bisschen besser. Sieht von der Qualität gar nicht so schlecht aus. Die Haut sieht ein bisschen ledrig aus, so ein bisschen in Richtung Albertosaurus. Also da gibt es ja so ein paar Dinosaurier, die so ein bisschen diese glänzende, ledrige Haut haben. Das hat hier der Babyraptor auch. Ja, wir machen mal langsam, dann können wir das Ganze sehen. Da holt sich jetzt auch da so ein Schnitzel. Gut, die Animationen sehen jetzt nicht alle ganz perfekt aus. Er hat gerade so ein bisschen mit seiner Nase das Fleisch gehalten. Aber da seht ihr ihn. Ist er nicht süß und putzig? Das Ganze ist natürlich noch in der Entwicklung. Es ist noch nicht offiziell gepostet worden von ihnen auf Nexus Mods oder so. Das sieht man hier auch. Die Augen zum Beispiel, die glitschen da noch ordentlich rum. Seht ihr, das Auge, das quillt da vorne quasi raus. Das kann man gerade ganz schlecht sehen. Aber ich finde die Idee schon cool und ich finde es auch cool, dass wir endlich unsere ersten Baby-Dinos haben. Ist ja wirklich so ein Wunsch, den ich mir allgemein für das Spiel wünsche, dass die Dinosaurier Babys bekommen können, beziehungsweise dass man zumindest junge Dinosaurier freilassen kann. Das wäre schon echt cool. Oh Gott, diese Augen. So, ich spule mal wieder auf normal vor. Aber ist auch ein schöner Skin, ne? Hat diesen Blue-Streifen so ein bisschen und so grün-weißlich und dann, ja, man sieht da auf jeden Fall, dass dieser Baby-Raptor von Blue kommt. Oh, guck mal, wenn man rauszoomt, verwandelt er sich in einen Kompi. Also irgendwas scheint da noch nicht richtig zu laufen. Dann gucken wir uns mal die Skins alle so an. Mach die mal alle hintereinander. Und dann gucken wir mal. Gehen wir mal in eine gute Position. Und dann sollten die eigentlich nach und nach hier rauskommen. Guck mal, jetzt ist er noch... Nee, er ist gar kein Kompi. Ich glaube, das lag gerade echt auch nur daran. Verwandelt sich halt. Kompi, Raptor. Kompi, Raptor. Das ist ja total bescheuert. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde es irgendwie witzig. Ich finde das so toll, dass wir die ersten Baby-Dinos haben. Das ist so ein türkisblau-weißer Skin, auch sehr schön. Und dann kommt schon der nächste. Bleiben einfach mal in dieser Kamera, dann sollten wir die jetzt alle zu Gesicht bekommen. So, der ist auch dunkelgrün-weißlich und einen sehr grellen blauen Streifen. Und der nächste... Dieser, der ist so ein bisschen ja, lila eher, ne? Lila-weiß und hat auch so ein bisschen Türkis drin. Aber alle haben diesen Streifen, den auch Blue hat. Allerdings habe ich noch keinen gesehen, der wirklich diese Farbe hat, die Blue in seinem Streifen hat. Finde ich sehr schade. Also ich hätte gern einen Baby-Raptor. Oh, der ist auch cool. Der ist rot-weiß und hat einen lilanen Streifen. Und ich glaube, das dürften alle sein. Also einen kann ich gleich noch freilassen, das machen wir aber gleich. Dafür war nicht genug Platz hier in der Brutstation, aber habt ihr jetzt mal die Skins gesehen? Aber es wäre echt cool, wenn wir einen hätten, der dann richtig die Farbe von Blue halt hätte. Das hier ist der Original Blue Skin von dem Raptor Pack. Stellt euch das mal vor, den hier als Baby. Das wäre schon süß, ne? Oder allgemein hier alle. Sind ja alle cool. Ich weiß jetzt nicht, welcher ist. Das könnte Echo sein, Delta, Charlie. Die haben ja alle sehr schöne Skins hier, das Raptor Pack. So, der letzte ist jetzt soweit auch fertig. Hier seht ihr sie nochmal mit dem schönen Sonnenstrahl hier. Sind auch echt schnell, die Kleinen.
Ist auch schwer, die mal im Größenvergleich neben die Raptoren zu stellen. Das habe ich gerade mal versucht. Das Problem ist nur, die haben halt Angst vor den Raptoren, weil es halt eigentlich Kompis sind. Und deswegen hauen die eigentlich die ganze Zeit ab. Aber vielleicht kriegen wir das gleich noch hin. Dann werde ich das euch auf jeden Fall noch zeigen. Da seht ihr es gerade ganz gut. Da im Hintergrund sind die Kompis. Hier vorne ist der Raptor. Gehen die denn jetzt hin? Halt so klein wie das Gras. Sehr niedlich. Wir lassen nochmal eben schnell den letzten Skin gemeinsam frei, würde ich sagen. Schauen, wie der aussieht. Okay, wir müssen wieder ranzoomen, damit er hier zum Raptor wird. Das ist jetzt der letzte Skin. Der sieht auch cool aus. Das ist auch so ein helles Rot, lila und so ein paar dunkelblau-schwarze Streifen. Nicht schlecht. Jetzt rennt er auch davon. Die sind halt so winzig, ne? Sobald die im Gras sind, sieht man die halt nicht mehr. Wo willst du hin, Kleiner? Oh Gott. Wo ist er? Ah, da sind sie gerade fressen. Das ist sehr schön. Beziehungsweise er hat gerade gefressen. Oh, jetzt kommen sie alle. Och, niedlich. Es fehlt nur noch ein Raptor hier, damit wir mal den Größenvergleich haben. Aber ich denke, man kann das schon relativ gut sehen hier. Wenn man das mit dem Futterspender vergleicht. Aber das ist echt komisch. Der hier ist zum Beispiel jetzt schon wieder zum Kompi geworden. Der hier ist Raptor. Jetzt ist er auch wieder Raptor. Das ist halt wirklich komisch. Habe ich so noch nie gesehen, dass sich Dinosaurier verwandeln. Guck mal, Kompi, Raptor. Das ist wirklich sehr, sehr seltsam. Aber wie gesagt, die Mod ist halt noch in der Entwicklung. Und es ist auf jeden Fall ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich freue mich schon drauf, wenn diese Mod weiterentwickelt wird und das Ganze noch ein bisschen mehr perfektioniert wird. So Leute, zum Größenvergleich habe ich jetzt nochmal das Jagdverhalten auf eingestellt. Und ja, wir machen mal auf langsam, dann sieht man das, denke ich, ganz gut. Jetzt jagt der Papa oder die Mama das eigene Baby. Oh, wie traurig. Aber jetzt sieht man das echt gut von der Größe her. Das ist schon süß, ne? Und da schluckt er ihn im Ganzen. Sehen wir das hier gleich nochmal? Ich glaube schon. Ich glaube, hier werden wir das Ganze gleich nochmal sehen. Wollen wir es mal uns in Echtzeit anschauen? Aber das geht immer so schnell. Man bekommt das gar nicht richtig mit. Und zack, das war's mit dem Kompi. Mit dem Raptor, Entschuldigung. Ah, nochmal langsam. Das ist jetzt sogar... Ist das Blue? Ja, das ist Blue. Und auch Blue gönnt sich ein. Von den Babys. Also Blue scheint keine Lust auf ihre Babys zu haben. Na gut, ich würde sagen, mit diesem schönen Bild beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, diese kurze Mod-Vorstellung hat euch gefallen. Ich finde die Idee von der Mod richtig cool. Wenn ihr wollt, könnt ihr sie ja mal selber abchecken. Den Reddit-Post dazu werde ich euch unten verlinken. Falls euch das Video gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.